gibt ja zurzeit überhaupt keinen Wettbewerb um Milch. Der Milchpreis ist katastrophal und wenn da nicht schnellstens was passiert, dann geht das extreme Löwesterben oder Milchbauernsterben weiter. Wir haben die Lösung über den Markt. Kriseninstrument könnte man, das ist eher sicherlich bekannt, oder von, aus den Niederlanden von Campina, oder wenn man 2016 diesen freiwilligen Lieferverzicht nennt, das ist ja im Grunde genommen alles dasselbe. Wie steht die FDP dazu? Also, ich habe vorhin eingangs gesagt, Mindestpreise ist für uns ein Problem, weil ich glaube, dass der Markt eben für Volkswirtschaftler auch eine reinigende Funktion hat, sozusagen. Rein, dass der Angebot und Nachfrage sich ausgleichen und der Markt sozusagen gereinigt wird. Ich glaube, wir müssen, ich meine, das ist die einfachste oder auch am naheliegendste Form, zu sagen, wir wollen bestimmte Mindestpreise haben. Ich glaube nicht, dass das die Akzeptanz draußen erhöht. Nein, wir wollen kein Mindestpreis. Das Marktkriseninstrument, das funktioniert ja so, dass wenn mehr Angebot als Nachfrage da ist, das ist leicht zurückgefahren. Das soll auch über eine Branchenorganisation mit wenig Staat, schlanker Staat, so wie es die FDP will. Also, nochmal. Also die OPEC macht ja nichts anderes. Ne? Also, die kriegt nur keine Milch. Und da geht die FDP mit. Da geht die FDP mit, klar. Okay. Also, wenn das sagen wir mal, aus sich selbst entstehende Kräfte sind, sozusagen, ja. Dann ist das ja. Ja, dann ist das. Aber wir brauchen natürlich vorher die politische Unterstützung, ein Leitbild, eine Leitplanke. Und ab dann machen wir das selbst. Ja, also damit wir auch in der Lage sind, das durchzusetzen. Ja, das muss ja auch kartellrechtlich zugelassen sein. Ja. Aber da steht ihr zu. Das würdet ihr mittragen. Da stehen wir zu. Ich habe ja nur oft genug auch schon jetzt unpopuläre oder vermeintlich unpopuläre Aussagen gemacht. Wenn es sozusagen aus dem Markt heraus Kräfte gibt, die sich selbst regulieren, ist das deutlich sinnvoller, als wenn der Staat hingehen würde, durch Eingriffe wie, was ich, Subventionen, Mindestpreise. Weil der Staat am Ende... Genau, das funktioniert nicht. Das wissen wir auch. Also ich kenne das vom EEG, ich habe früher Umweltpolitik gemacht und damit auch Energiepolitik. Wenn wir sagen, Kilowattstunde Strom wird angemessen vergütet mit dem Betrag XY, Centbetrag, dann geht das immer schief, weil wir das gar nicht absehen können über 20 Jahre, wie sich bestimmte Effizienzen entwickeln, wie bestimmte Innovationen stattfinden und ähnliches. Deswegen, solange wir den Preis nicht festlegen, bin ich, wenn das kartellrechtlich sauber ist, da ganz entspannt. Wir brauchen die politische Unterstützung, dass die Milcherzeuger ihre Milch bündeln können. Und im Augenblick sind wir ja total abhängig und das hat ja dazu geführt, dass wir in dieser Situation stecken. Also die FDP würde das auch unterstützen, dass die Milcherzeuger ihre Menge vernünftig bündeln können. Also wir diskutieren nachher, da habe ich hier noch eine Rede halten zu UTP, weil wir einfach sehen, wie das Markt oder die Marktmacht sozusagen auseinandergegangen ist zwischen Einzelhandel auf der einen Seite oder meinetwegen Molkerei und auf der anderen Seite den Erzeugern. Und man versucht krampfhaft sozusagen durch ein Mehrerfüllen dessen, was Europa eigentlich fordert bei UTP, das auszugleichen. Ich glaube, der viel angemessenere Weg wäre tatsächlich, dass man es befördert, muss man gucken, wie man das am schlauesten machen kann, Strukturen befördert, die dazu führen, dass es wieder, dass halbwegs zumindest auf Augenhöhe miteinander verhandelt werden kann. Ein Satz noch, was natürlich überhaupt nicht förderlich gewesen ist, ist, dass Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister 2016 ist es, glaube ich, gewesen, per Ministererlass das, was das Kartellamt ihm eigentlich empfohlen hat, nicht zu tun, nämlich die Fusion von Kaisers Tengelmann und Edeka, dass er das per Ministererlass trotzdem genehmigt und auf den Weg gebracht hat. Das hat zusätzlich dazu geführt, dass sich die Marktmacht von 5 auf 4 große Einzelhändler noch zusätzlich reduziert hat und damit mehr Gewalt hat. Wir brauchen verbindliche Milchlieferverträge zwischen Milcherzeugern und Milchverarbeitern. Das ist ganz wichtig und nicht, dass der jetzt läuft, das ist echt verarscht. Preis und Menge muss vorher stehen. Ja. Also was nicht sein kann, ist, das habe ich schon als eins meiner Beispiele, die ich gleich in der Rede dann sagen werde. Es kann nicht sein, dass du, wenn du die Milch ablieferst und die Molkerei da ist, die Milch abgeholt hat, du erst später den Preis bekommst. 6 Wochen. Ja? 6 Wochen ist das sogar, wusste ich gar nicht. Also erst danach. Also du brauchst ja auch eine Verhandlungsgrundlage irgendwie oder eine Grundlage für Investitionen. Du musst ja auch wissen, wie du Umsatz machst und so weiter. Das ist für mich aber auch schon eine Frage des ehrbaren Kaufmanns so ein bisschen, nicht? Dass man per Handschlag oder auch schriftlich im Vertrag festhält, da steht Menge drin, Preis und Lieferdatum. So müsste es eigentlich sein. Ja. Da bin ich dabei. Das ist ja der Unsinn, der mich ja auch dazu getrieben hat, diese Petition vor 2 Jahren nachzudenken, vor 1,5 Jahren Gange zu geben. Für mich war natürlich die Frage, das Elend der Tiere zu sehen. Viel mehr könnten wir machen an Tierkomfort. Wir schmieren uns die Augen mit jede Menge Tierwohllabels zu, bringen aber unten an der Basis gar nichts, weil der Bauer hat nichts davon. Der Landwirt wird erst dann begonnen haben, wenn er eine Rechnung stellen kann. Derzeit nicht das bezahlt. Und das sind natürlich Gedanken, die ich jetzt einfach mal so zusammenfasse. Petition, die wir gemacht haben, Deklaration des Zeugs, was aus dem Ausland kommt, anders gestalten, einschließlich der Rohprodukte, die dann hier zu deutschen Produkten umgehabelt würden.
da gehst du mit. Kräftig, ja, ja, also, ja, Signal offen gestalten, dass man das machen kann. Also ich habe nicht die 1:1 die Hoffnung, dass der Verbraucher dann von seiner bisherigen Haltung ablässt. Ja? Stimme dir dazu, das ist schwierig. Also, da komme ich zum nächsten Punkt. Ja, nee, ich wollte ganz kurz den Satz noch ganz kurz. Also wir haben jetzt schon eine Vielzahl von Labels, die ja auch nicht bei jedem Produkt, aber mir auch ermöglichen, nochmal nicht bei jedem Produkt, aber grundsätzlich schon zu prüfen, woher das kommt. Also wenn auf den Äpfeln steht, Read in New Zealand oder irgendwie sowas, ja, oder geerntet in Neuseeland oder was auch immer, dann ist für jeden ersichtlich, dass es nicht ein regionales Produkt ist. Trotzdem werden diese Produkte verkauft. Was in Ordnung ist, nur wenn wir über den Verbraucher nachdenken, hat der ja auch jetzt schon, wenn er sich ein bisschen informiert und alle haben sie im Internet und alle machen alles Mögliche damit, das nachzuvollziehen, wo dann so ein Lebensmittel herkommt. Da kann er nicht in jedem Bereich und vorverarbeitet ist noch zusätzlich schwer, aber auch da sieht man nicht, dass wenn da Neuseeland auf dem Apfel steht, dass die Leute da nicht zugreifen, weil es ja so weit weg ist und nicht regional ist. Deswegen warne ich davor, da wird man nämlich nur enttäuscht. Glauben, man macht da jetzt ein Herkunftslabel drauf und dann verhält sich der Verbraucher wirklich so, wie er es vorgibt zu tun. Das wird alleine nicht helfen, denn die Kräfte sind bei uns auch so kulturell, glaube ich, so tief verankert, dass wir möglichst preisgünstig das Lebensmittel einkaufen wollen. Anders als in Frankreich oder anderswo, das ist auch ein Label, das nicht ganz ändern wird. Das Steak, das argentinische, ehemals Urwald aufgezogene Rind, ne? Wenn da drauf steht Pestizid- und Hormoneinsatz unbekannt, Achtung, dann wird der Verbraucher entscheiden. Das war ja auch der zweite Gedanke, ich merke, du gehst da nicht ganz mit, dass ich sage, wir brauchen einfach einen Sitten, einen Preis. Alles, was drunter ist, ist sittenwidrig, weil wir beuten seit Jahren die Tiere aus, seit Jahren den Boden aus und seit Jahren auch die Bauern aus, ja, weil die nichts mehr verdienen damit. Und dementsprechend werden die Investitionen, der Investitionsstau, da könnten überall riesen Lüftungsanlagen in den Ställen drinstehen, ja, dass sich das Tierwohl mehr angehoben wird. Und das ist ja für mich die Frage. Ich suche auch mal jemanden, der den Mut hat, das einfach mal zu rechnen. Die Subventionen weg. Der ganze Subventionskram, alles gestrichen, kann man alles für den Umweltschutz nehmen und dann dafür nur einen fairen Preis. Also lass der Verbraucher nicht eher akzeptieren. Ich hab da eine andere Haltung zu. Ich behaupte, dass nicht systematisch in Deutschland Tiere ausgebeutet werden und auch die Böden in Deutschland nicht. Nö, hast du aber eben gesagt. Also vielleicht meinst du es nicht so, aber das ist die Aussage. Da verwahre ich mich gegen. Ich behaupte, dass es den Tieren in kaum einem anderen Land, vielleicht auch in Skandinavien, aber in Europa besser geht als bei uns. Und zwar quer durch alle Tierarten, die gehalten werden. Ich glaube auch, und ich weiß es eigentlich, dass auch die Böden bei uns, was da alles gemacht wird, da gibt es Wissenschaftler, die sich um nichts anderes kümmern als um Bodengesundheit, dass auch die Böden nicht per se alle ausgelaugt sind, im Gegenteil. Aber das ist nur der erste Teil. Der zweite Teil ist, den du gesagt hast, ein Mindestpreis. Das stimmt auch, da gehe ich nicht mit, weil ich glaube, dass das in der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln wäre, Landwirtschaft rauszukicken. Der Staat gibt einen Preis vor. Welcher Preis soll es denn sein? Ich habe es beim EEG eben gesagt als Beispiel. Wir sind nicht in der Lage zu bewerten, wie viel der Liter Milch mindestens kosten muss. Es gibt dann Effizienzsprünge, dann kann der zu niedrigeren Kosten doch erzeugt werden. Und da gibt es dann sozusagen Subventionsgewinne. Deswegen, wenn du auf der einen Seite sagst, keine Subventionen, finde ich das tendenziell total richtig. Nur wenn du auf der anderen Seite einen Mindestpreis forderst, ist das ja nichts anderes als eine Subvention, die zwar nicht direkt gezahlt wird, aber die einen Preis garantiert. Und das halte ich beides für nicht richtig. Ich bin aber bei dir, wenn du sagst, wir denken mal darüber nach, ob wir nicht die Abhängigkeit, auch die sich aus der gemeinsamen Agrarpolitik ergibt, ob wir die nicht reduzieren. Denn jetzt haben wir die Situation, jetzt wo die GAP gerade wieder neu diskutiert wird, starren alle wie das Kaninchen auf die Schlange. Oh Gott, werden 15% umgeschichtet in die zweite Säule oder doch 20 oder doch 10. Wenn wir über Dürrehilfen nachdenken, haben sie alle gesagt, oh Gott, wie viel kriege ich überhaupt was? Am Ende wird es per Losverfahren die Bauernmilliarde vergeben. Das ist doch absurd. Also, dass Bauern, Landwirte, die ja eigentlich Unternehmer sind, abhängig gemacht werden, vielleicht sogar systematisch abhängig gemacht werden davon, dass der Staat hingeht und Geld auskehrt und das noch nicht tut. Das ist doch absurd für ein Unternehmen. Also da trifft sich jetzt FDP und Landwirtschaft, glaube ich, total. Der liebe Guido Westerwelle, Gott hab ihn selig, hat mal gesprochen vom süßen Gift der Subvention. Viele rufen dann danach und sagen, wäre schon toll, wenn wir Förderung kriegen, aber man begibt sich in Abhängigkeit. Jetzt stelle ich mir nochmal das Beispiel vor, dass nicht Julia Klöckner, die man auch kritisieren kann, sondern Anton Hofreiter, unser Landwirtschaftsminister, wäre. Da behaupte ich, würde vieles von dem, was man vielleicht auch jetzt mit Borchardt und so weiter auf den Weg bringt, der würde das einfach wieder einstampfen. Und dann ist man als Landwirt aber ganz schön in den Hintern gekniffen, mit Verlaub, wenn man sich darauf verlassen hat, dass der Staat mit wechselnden Mehrheiten in Regierungen dann bestimmte Gelder ausklärt. Das kann es nicht sein. Aber das ist ja auch, ich sag mal, unser Ansatz an sich, das hat Bernd ja auch formuliert, wir wollen ja an sich weg von Subventionen. Genau. Jeder Unternehmer möchte von dem, was er macht,
produziert, ordentlichen Gewinn erzielen, sodass er sein Unternehmen ordentlich über die Runden kommt. Da brauche ich einen Einspruch ganz kurz. Ich war letztens in der Diskussionsrunde, da ging es um Direktvermarktung. Da sagte nach langem Hin und Her, ob ich jemand beraten könnte, welche Fördermöglichkeiten es gibt, sagte endlich irgendjemand nach anderthalb Stunden aus der Runde, Leute, ihr seid doch bescheuert, also waren Landwirte, die sich darum kümmerten, Direktvermarktung machen, ihr seid doch blöd, dass ihr einen Geschäftszweig aufmachen wollt, der aber von vornherein danach ruft, dass der Staat ihn unterstützt. Also wenn die Leute bereit sind, vielleicht bei Direktvermarktung einen höheren Preis zu zahlen, dann muss das ausreichen, dann müssen meine Kosten da reinpassen. Anstatt mich jetzt schon wieder bei einem neuen Geschäftsbereich abhängig zu machen davon, dass der Staat irgendwelche Fördergelder ausgibt. Deswegen, es rufen nicht alle danach, dass Subventionen abgebaut werden müssen. Aber ich bin innerlich voll bei euch. Wenn wir es hinbekämen, die Standards in Europa anzuheben und vor allem die Bürokratie abzubauen, dann kannst du auch dem Landwirt sehr wohl sagen, auf die 220 Euro oder was Flächenprämie, die werden über einen langen Zeitraum abgebaut, um eben eine Entwöhnung sozusagen, eine weniger Abhängigkeit von staatlicher Umverteilung ganz zu erreichen. So, Direktvermarktung, habe ich jetzt die Einladung ausgesprochen. Ne? Ich werde dir das gerne zeigen bei uns. Ach so, ja, gerne. Direktvermarktung. Sehr gerne. Zeig dir das, ich darf jetzt auch 4 Schweine die Woche schlachten und ein Kalb. Hat mich ein Jahr gebraucht, hat mir auch viel Geld gekostet, das aufzubauen. Ich zeige dir das gerne. Und du hast gerade gesagt, das mit Direktvermarktung. Ja, ja, dann erkläre ich dir auch mal, welche Fallstricke wir von der EU, wenn Bund über das Land bis zu uns dann durchgelegt werden. Aber das zeige ich dir gerne. Komm gerne, wenn die Pandemie vorbei ist. In dem Sinne, herzlich eingeladen. Dann rede ich nochmal da gerne drüber. Kurz sehen, also was an meinem Büro, machen wir einen Termin. Ich habe es wirklich auch etwas dramatisch formuliert, weil nur mit dramatischen Formulierungen findest du heutzutage ja Gehör. Das ist ja leider so. Ne? Deshalb bei uns, ich betreue diese Herren ja auch als Tierarzt, den Kühen geht es wirklich gut. Aber die Zukunft, wohin geht das? Und wenn ich an leeren Kuhstellen vorbeifahre, dann schüttelt es mich echt, Gero. Und deshalb habe ich mich aufgemacht und habe gesagt, gut, wir machen das, wir kämpfen um diese Sache. Und wir haben heute von dir eine klare Position erfahren, ja, auch kein Utopist, der herkommt und sagt, Mensch, da hatten wir auf uns gewartet hier. Aber wir müssen damit wirklich auch das in die Breite tragen. Ja? Also das ist mir auch ganz wichtig. Julia Klöckner behauptet das manchmal, die FDP würde den Bauern nach dem Munde reden. Also wir haben ja heute auch ein paar Punkte gehabt, die kontrovers sind, nicht? Wo ich es mir leicht hätte machen können, zu sagen, Mercosur, alles Teufelszeug, ja? Oder Subventionen, jawohl. Das ist das Interessante, das ist der übliche Reflex, den die Union manchmal noch bis heute hat. Die Bauern sind unzufrieden, jetzt November 2019 war es, glaube ich, und ein paar Wochen später stellt man sich hin und sagt, wir haben mal was ganz Tolles für euch vorbereitet. In nächtlicher Sitzung haben wir der SPD eine Milliarde abgerungen, das heißt jetzt die Bauernmilliarde. Die glauben noch immer, und das ist das Missverständnis, könnt ihr auch gerne filmen, die glauben noch immer, dass man die Landwirte wieder für sich gewinnen könnte, indem man an der Subventionsschraube dreht oder indem man irgendwie bestimmte Teilbereich fördert. Meine Wahrnehmung, da ist es vielleicht sogar gut, dass ich kein Landwirt selber bin, deswegen kann ich da manchmal auch ein bisschen unvoreingenommener auf die Dinge gucken. Mein Eindruck ist, ihr seid in erster Linie Unternehmer und ihr wollt vor allem verlässliche Rahmenbedingungen haben. Ihr wollt wissen, auf welcher Grundlage ihr euer Geschäft weiterentwickeln könnt. Also sei es Direktvermarktung, sei es Milchkühe, sei es was auch immer. Und das, darum muss es doch eigentlich gehen. Und deswegen, glaube ich, kommt da nach vielen Jahren oder Jahrzehnten etwas zusammen, was eigentlich gut zusammenpasst. Nämlich Freie Demokraten und unternehmerisch denkende Landwirte. Und ich sage es auch ganz ausdrücklich, diejenigen, die als erstes nach staatlicher Förderung rufen, sind nicht die wir ansprechen. Und dann, die würde ich auch nur enttäuschen. Dann sollen die gerne was anderes wählen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, ne, aber ich bin froh darüber, dass wir das Angebot machen können, auch gerade an Landwirte. Wenn ihr nach einer politischen Alternative sucht, wo ihr als Unternehmer im Vordergrund steht und nicht in erster Linie als abhängige Umverteilungsgelder-Empfänger, dann werden wir wahrscheinlich viel Spaß machen.